Guten Morgen zusammen. Ich begrüße Sie zu unserem Kolloquium Krieg in der Ukraine, philosophische Perspektiven auf eine politische Herausforderung. Diese Veranstaltung ist Teil unseres Open Philosophy Programms. Das ist ein Public Philosophy Begleitprogramm zum Kongress. Das Programm sehen Sie hier. Wir sind jetzt schon fast bei, wir haben die Halbzeit schon überschritten. Ich möchte Sie besonders hinweisen auf die Veranstaltung am Freitagabend, Denkste, das ist ein Format aus Düsseldorf, wo das Publikum philosophische Gedankenexperimente kommentieren darf. Und bei unserem Termin hier in Berlin geht es um künstliches Bewusstsein und künstliche Intelligenz am Freitagabend im Senatssaal. Die Philosophie kann zum Krieg in der Ukraine nicht schweigen. Das ist leicht gesagt, aber was hat sie zu sagen? Genauer, was hat sie aus eigener Kompetenz beizutragen? Es gibt jede Menge einschlägige Fachdebatten, an die die Philosophie routiniert anknüpfen kann. Zu Theorien des gerechten Krieges, zur Ethik des Tötens im Krieg, zu humanitären Interventionen, zur Friedensethik, zum Pazifismus. An diese Debatten lässt sich routiniert anknüpfen. Es gibt aber in der politischen Öffentlichkeit schon genug Kommentatoren, die angesichts dieses Krieges das sagen, was sie auch sonst immer sagen. Wir haben beispielsweise offene Briefe gesehen von Prominenten oder manchmal von B-Prominenten, die sich kaum gefragt zu haben scheinen, was denn in diesem Krieg die besonderen politischen und moralischen Herausforderungen sind. Diesmal scheint ja die normative Lage ungewöhnlich klar zu sein. Es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der dem Angegriffenen gemäß der UN-Charta ein Recht auf militärische Selbstverteidigung verschafft. Artikel 51 der Charta ist eine Ausnahme vom Gewaltverbot und gibt jedem Mitgliedstaat das Selbstverteidigungsrecht gegen einen bewaffneten Angriff. Es gibt auch kaum Dissens über das moralische Prinzip, dass Angegriffene Unterstützung verdienen. Weniger klar sind Art, Umfang und Ziele des Beistands. Unklar, insbesondere angesichts von epistemischer Unsicherheit und von Dissens über die Folgenabschätzung. Was wird voraussichtlich die Folge sein, wenn ich jetzt das und das tue? Zum Beispiel, wenn wir bestimmte Arten von Waffen liefern. Ich möchte unseren drei Gästen nur wenig Redezeit wegnehmen. Wir haben 3x50 Minuten, von denen der Vortrag jeweils die Hälfte einnehmen wird. Beginnen wird Susanne Buri, Juniorprofessorin für praktische Philosophie an der Universität Konstanz. Susanne Buri arbeitet unter anderem zu moralischen Entscheidungen unter Unsicherheit, zur Kriegsethik und zur Ethik der Selbstverteidigung. Beispielsweise zu der rechtsethischen Frage, wer für Schädigungen verantwortlich ist, die aus Akten von Selbstverteidigung entstehen und wie sich diese Schädigungen rechtfertigen lassen, wenn Sie zum Beispiel in Notwehr jemand anders schwer schädigen. Damit haben Sie einen Eindruck davon, warum wir Susanne Buri zu diesem Kolloquium eingeladen haben. Der Titel Ihres heutigen Vortrags ist Zum Ausmaß von Hilfspflichten angesichts empirischer Unsicherheiten. Susanne, du hast das Wort. Okay, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Schweizerin, wie Sie wahrscheinlich unschwer hören, und ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ich nehme an, die meisten von Ihnen sind aus Berlin. Ich habe gestern spontan entschlossen, ein Taxi zu nehmen, weil das plötzlich ein neuer Flughafen war, der ziemlich weit entfernt von Berlin selbst schien. Und ich habe jedenfalls mit dem Taxifahrer habe ich mich gut unterhalten können. Aber wenn Sie mich nicht verstehen, weil ich irgendwie noch langsamer sprechen sollte, einfach die Hand heben und dann versuche ich mich noch verständlicher für Sie auszudrücken. Gut, also mein Plan für die nächsten 20 Minuten oder so ist, dass ich einige der Probleme skizzieren werde, welche die Feststellung unserer konkreten Hilfspflichten gegenüber der Ukraine erschweren. Und das ist typisch philosophisch, also eben wurde die Frage aufgeworfen, was kann die Philosophie beitragen
Und meine Meinung von der Philosophie, wie ich sie in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich ausgebildet habe, ist, wir können einfach immer gut helfen zu erklären, weshalb ein Problem schwierig ist. Wir lösen es dann nicht, aber wir können sozusagen sehr gut skizzieren, was denn ein Problem schwierig macht. Und das ist genau das, was ich in den nächsten 20 Minuten oder so tun werde. Sie können natürlich dann konkretere Fragen an mich stellen, wie sollen wir das Problem nun angehen, aber das ist eigentlich nicht, was ich in den nächsten 20 Minuten tue. Ich sage einfach, was das Problem schwierig macht. Und auch noch gleich vorweg, meine Herangehensweise an die Frage nach unseren Hilfspflichten ist deontologisch und konkret, wenn Sie jetzt diesen Begriff nicht kennen, rechtsbasiert. Also ich nehme an, dass wir als Individuen alle Rechte haben, also Rechte auf körperliche Unversehrtheit, aber auch eben gewisse Rechte auf Hilfe und dass wir damit auch anderen dann Pflichten auferlegen. Also wir haben Rechte und die auferlegen allen anderen oder allen anderen moralischen Subjekten Pflichten. Und das ist also nicht zum Beispiel ein konsequentialistischer Ansatz, wo es einfach darum geht, moralisch gesehen, dass man die bestmöglichen Konsequenzen erzielt durch seine Handlungen. Also das einfach vorweg ist ein rechtsbasierter Ansatz. Und ich glaube, das ist für viele auch einfach intuitiv, dass das so sein sollte. Und dann werde ich zuerst in den ersten 10 Minuten einfach mal unsere Hilfspflichten in der Abwesenheit von empirischer Unsicherheit diskutieren. Was bedeutet das? Nehmen wir einfach mal an, wir wüssten genau, was unsere Handlungen zur Folge haben. Also es gibt keine Unsicherheit darüber, was dann die Folgen unserer Handlungen sind. Und im Krieg ist das einigermaßen absurd, das so anzunehmen, aber ist auch eine standardphilosophische Vorgehensweise, dass man sich einfach mal fragt, wenn es diese Unsicherheit nicht gäbe und wir wüssten, was die Folgen unserer Handlungen sind, was wären dann unsere Pflichten? Und das wirft eben auch schon genügend schwierige Fragen auf. Und ich werde dann erst in einem zweiten Teil sozusagen fragen, und was sind die zusätzlichen Schwierigkeiten, die sich dann ergeben, wenn wir nun diese teilweise massiven empirischen Unsicherheiten haben, die wir eben in Kriegen oft haben. Gut, das ist der Plan. Also Hilfspflichten ohne empirische Unsicherheit. Zuerst mal Grundsätzlichstes, das ist auch ein Standardbeispiel, also Gerd eben erwähnte, dass Sie dann Gedankenexperimente durchgehen, dachte ich, vielleicht machen Sie auch genau das, aber wenn es um künstliche Intelligenz geht, jetzt vielleicht nicht am Freitagabend. Also Sie sehen jemanden ertrinken, stellen Sie sich das vor, dass Sie jemanden ertrinken sehen, dann ist die moralische Frage die grundsätzlichste zu unseren Hilfspflichten, wann und weshalb sind Sie moralisch verpflichtet, dieser Person, der ertrinkenden Person zu helfen? Und die standardrechtsbasierte Antwort ist eigentlich, dass es zwei notwendige, also beide Bedingungen sind einzeln notwendig und zusammen sind sie dann hinreichend, dass es zwei Bedingungen gibt. Die erste ist, der Nutzen für den Ertrinkenden muss beträchtlich sein. Also hier kann man das sozusagen annehmen, weil wenn einem das Leben gerettet wird, das ist ein beträchtlicher Nutzen. Und die Kosten für sie müssen entweder gering sein in einem absoluten Sinn oder manchmal, das ist dann auch schon wieder eine Debatte, gering genug im Verhältnis zum Nutzen. Jedenfalls muss es eine große Diskrepanz geben. Also es reicht jetzt, oder zum Beispiel die Idee wäre, wenn Sie nachher im Rollstuhl landen, Sie können die ertrinkende Person retten, aber Sie sind danach gelähmt. Dann ist die Idee, dann haben Sie diese Hilfspflicht nicht, obwohl das immer noch einen Nettonutzen generiert. Die Kosten für Sie müssen eben gering genug sein. Es können und dürfen aber Kosten entstehen und die Hilfspflicht besteht dennoch. Und dann gibt es aber bereits weitere Diskussionen, wo man sich dann moralisch streitet. Also eben auch wenn man annimmt, dass die Kosten für Sie zum Beispiel gering sind, sagen wir, Sie sind 2 Wochen danach stark erkältet und haben starke Kopfschmerzen und Sie retten der Person das Leben, dann haben wir die Fakten jetzt einfach mal stipuliert, dass wir die kennen. Da gibt es noch die Frage, was ist, wenn die Notsituation der ertrinkenden Person selbst verschuldet ist? Also was, wenn die ins Wasser gesprungen ist, obwohl alle ihr gesagt haben, das soll sie jetzt eben nicht tun, es ist kalt, die Person kann nicht schwimmen, man hat sie gewarnt, sie wollte das dennoch tun, um irgendwelche anderen zu beeindrucken. Und dann gibt es gewisse Philosophen, die sagen bereits, naja, dann fällt die Hilfspflicht dahin, weil das eben selbst verschuldet ist. Die Standardantwort ist aber, dass das einfach die zu tragenden Kosten vermindert für die Person, oder für alle, die eben Hilfspflichten haben. Also zum Beispiel, wenn man ein unschuldiges, noch nicht verantwortliches Kind sieht, das am Ertrinken ist, muss man vielleicht so weit gehen, dass man einen Beinbruch in Kauf nimmt und man muss dennoch das Kind retten. Wenn es aber ein Erwachsener ist und ein komplettes Selbstverschulden, dann muss man vielleicht nicht mal ein Bein sich brechen, sondern die Kosten sind dann einfach reduziert. Also die Hilfspflichten sind geringer. Das ist so die Standardidee.
Und dann gibt es noch die weitere, jetzt gerade in Bezug auf vielleicht den Ukraine-Krieg, wichtige Frage. Was, wenn da 20 sind und die könnten alle helfen? Und vielleicht sind sie nicht mal die beste Schwimmerin. Also es gäbe jetzt andere, die könnten die ertrinkende Person besser retten, aber die stehen da irgendwie nur rum. Haben sie dann noch eine Hilfspflicht? Und die Standardantwort der Philosophen lautet hier, naja, also sie haben dann eine Koordinationspflicht. Also sie müssen irgendwie mit den anderen zusammen regeln, wer denn nun hilft. Also sie haben eine Pflicht zu sehen, dass geholfen wird, wenn es jetzt nicht sie sind, die allein positioniert ist zu helfen. Das ist mal das Grundsätzlichste. Und Sie sehen, es ist bereits absolut grundsätzlich, aber wir haben bereits schwierige Probleme, auch wenn wir einfach annehmen, dass wir die Folgen unserer Handlungen genau kennen. Jetzt geht es aber weiter. Also jetzt modifizieren wir den Fall ein wenig. Sie sehen jemanden ertrinken. Das ist nicht selbst verschuldet, die Person kann nichts dafür und Sie sind die Einzige, die Person retten könnten, nehmen wir an. Aber jetzt, um diese Person zu retten, müssen Sie eine Person im Rollstuhl umstoßen und sie damit leicht verletzen. Also Sie müssen das irgendwie schnell machen, es geht nicht anders, Sie müssen diese Person umstoßen. Dürfen Sie das? Also ist das moralisch zulässig? Und vielleicht auch moralisch gefordert, also nicht nur zulässig, sondern Sie müssen das sogar tun, die Person im Rollstuhl umstoßen, damit Sie die ertrinkende Person retten können. Wir haben hier wieder, der Nutzen für die ertrinkende Person ist groß, die Kosten für Sie sind gering. Und ich weiß nicht, ob Sie bereits eine Meinung dazu haben, aber die Standardidee in der Philosophie ist eigentlich, ja, Sie dürfen und wahrscheinlich müssen Sie auch, das ist aber strittiger, aber zumindest dürfen Sie die Person im Rollstuhl so zur Seite schieben, dass wenn es notwendig ist, dass Sie sie dabei leicht verletzen, dann dürfen Sie das dennoch tun. Weshalb? Naja, weil die Person im Rollstuhl, wenn sie die ertrinkende Person retten könnte, indem sie diesen Sturz in Kauf nehme, dann wäre das Teil ihrer Hilfspflichten. Und sie dürfen diese Hilfspflichten sozusagen durchsetzen oder erzwingen als Drittperson. Also die Person im Rollstuhl hat auch Hilfspflichten, sie kann selbst die ertrinkende Person nicht retten, aber die Hilfspflichten auferlegen es ihr, gewisse Kosten in Kauf zu nehmen, damit die Person gerettet werden kann, die ertrinkende Person. Und wenn sie jetzt diese Person im Rollstuhl umstoßen, dann setzen sie deren Hilfspflichten durch. Das ist so die Standardidee. Also man darf Unbeteiligte mit hineinziehen, wenn man nicht über deren Hilfspflichten hinausgeht gewissermaßen. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplexer, Hilfspflichten und Beteiligte. Also, dritter Fall, Sie sehen Oskar, ich nenne den Oskar für Opfer, also Sie sehen Oskar ertrinken und um Oskar zu retten, müssen Sie Alex, den Angreifer oder den Aggressor, einen Nichtschwimmer, also Alex ist ein Nichtschwimmer, ins Wasser stoßen. Der ist Nichtschwimmer, also der, wir können das auch gleich stipulieren, der wird ertrinken, wenn Sie das tun. Alex hat nun aber versucht, Oskar umzubringen, indem er ins Wasser geworfen hat. Also der ist ein Schuldiger oder jedenfalls schuldig an einem Mordversuch. Dürfen Sie nun riskieren, dass Alex ertrinkt? Ich habe das falsch formuliert, nicht riskieren. Dürfen Sie sozusagen Alex dem Tod des Ertrinkens aussetzen, damit Sie Oskar retten können? Also Sie müssen eine Person retten, aber dafür muss jemand anderes sterben, aber diese andere Person ist verantwortlich dafür, dass wenn nicht die verantwortliche Person jetzt stirbt, dann stirbt eben deren Opfer. Und die Idee hier ist es, ja, das dürfen Sie, weil als Schuldiger verwirkt Alex seine eigenen Rechte. Also grundsätzlich haben wir alle ein Recht auf Leben, ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber dieses Recht können wir verwirken. Und zwar können wir es verwirken für verhältnismäßigen Schaden, der uns notwendigerweise zugefügt werden muss. Also wenn Sie Alex gar nicht ins Wasser stoßen müssen, um Oskar zu retten, dann dürfen Sie das nicht, weil der Schaden ist nicht notwendig. Also Alex verwirkt nur Rechte, die notwendigerweise sozusagen verwirkt sein müssen, damit man sein Opfer retten kann. Und der Schaden muss verhältnismäßig sein, aber hier geht es darum, ein Leben zu retten und dann darf man eben auch ein Leben opfern. Also das gilt dann als verhältnismäßig. Also Grundidee, ja, das dürfen Sie. Das geht natürlich über die Hilfspflichten von Alex hinaus, aber er hat eben seine Rechte verwirkt als Schuldiger. Und zwei sehr wichtige Punkte ist jetzt, Schuld ist ein sehr hoher Standard für Rechtsverwirkung. Also wenn Sie sich die philosophische Literatur hier, die diesbezügliche anschauen, würden alle sagen, natürlich, wenn der schuldig ist, dürfen Sie ihn umbringen, um Oskar zu retten. Aber ganz viele sagen, Schuld ist ein zu hoher Standard. Also zum Beispiel Judith Thompson,
eine bekannte US-amerikanische Philosophin, die erst vor ein paar Jahren gestorben ist, die hat gesagt, es reicht ein rein kausales Verschulden. Also wenn jetzt Alex gar kein Mordversuch schuldig ist, sondern einfach irgendwie kausal dafür verantwortlich ist, er hat Oscar angeschubst, aber das war nicht absichtlich. Für Thompson reicht dieses kausale Verschulden. Sie sagt, der hat dann faktisch, Alex hat faktisch die Rechte von Oscar verletzt und das reicht, dass man, dass eigentlich besser Alex sterben soll statt Oscar. Also die ist dann ein bisschen extrem, die sagt, rein kausales Verschulden reicht aus. Und dann gibt es so mittlere Positionen, wo man sagt, naja, Schuld ist ein zu hoher Standard für Rechtsverwirkung. Es braucht so etwas wie, dass man wissen hätte sollen müssen, geht das? Hätte wissen sollen müssen, dass man durch seine Handlungen eben das Leben eines anderen riskiert. Und wenn dann dieses Risiko sich auch tatsächlich zu realisieren scheint, dann reicht es, dass man die eigenen Rechte verwirkt. Autofahren ist hier das Standardbeispiel. Wenn Sie ins Auto steigen, dann müssen Sie wissen, dass Sie damit das Leben anderer riskieren. Und wenn Sie nun tatsächlich das Leben eines Fußgängers, sagen wir, riskieren, dann ist die Idee, dann haben Sie Ihre Rechte verwirkt, weil Sie gewissermaßen Leben anderer riskiert haben. Das ist so eine Standardposition. Aber nochmal, also wenn jemand schuldig ist, ist ganz klar, hat er die Rechte verwirkt, aber das ist ein hoher Standard und da sind sich nicht alle einig, dass es Schuld braucht, damit jemand Rechte verwirken kann. Und dann, und jetzt geht es wieder um Hilfspflichten gegenüber der Ukraine ganz konkret, es ist aber umstritten, ob sie jemanden wie Oscar hier retten müssen. Also sie dürfen, aber wir sprechen ja von Hilfspflichten, also was müssen wir tun? Und die Idee ist, wenn wir jemandem schweren Schaden zufügen müssen, dann ist es immer auch eine Last für uns. Also denken Sie jetzt daran, dass wir die Kriegsanstrengungen der Ukraine unterstützen und wir wissen dann, es kommen damit Menschen schwer zu Schaden, dann ist nicht klar, dass hier noch eine Hilfspflicht besteht. Es ist einfach ein, man darf helfen, also man darf Alex hier umbringen, um Oscar zu retten, ist aber umstritten, ob man das auch tun muss. Also die Philosophen sagen standardmäßig einfach, man darf und es wird dann nur selten diskutiert, ob man das auch tun muss. Also muss man jemanden umbringen, nur weil der seine Schuld verwirkt hat, er seine Rechte verwirkt hat und das nur notwendig ist, um eine unschuldige Person zu retten. Gut, und jetzt, wenn wir das auf die Ukraine noch anwenden, ein bisschen habe ich es bereits getan, also es gibt so drei grundsätzliche Arten, wie man der Ukraine helfen kann. Wir können uns, und das tun wir natürlich intensiv, mit uns meine ich sowas wie die Europäische Union, auch wenn die Schweiz da nur so halb Teil davon ist. Also wir können uns an wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland beteiligen, wir können die Kriegsanstrengungen der Ukraine unterstützen. Oder aber wir können humanitäre Hilfe leisten. Also nicht oder aber, das ist natürlich alles möglich. Wir können alles gleichzeitig tun. Und die Idee ist nun, wenn wir uns vorstellen, dass für alle diese Maßnahmen die Folgen genau bekannt sind, also nochmal keine empirische Unsicherheit, dann gilt eigentlich, wo der Schaden, den wir damit verursachen, nicht über Hilfspflichten hinausgeht, ist alles relativ klar oder eindeutig. Weil wenn der Schaden ja nicht über die Hilfspflichten von betroffenen Personen, also betroffen durch unsere Hilfsleistung hinausgeht, dann haben sie eh die Pflicht zu helfen und wir setzen dann einfach Hilfspflichten durch. Das Problem ist aber, wenn wir wissen, dass wir durch unsere Hilfe gewissen Menschen Kosten oder Schaden auferlegen, der über deren Hilfspflichten hinausgeht, dann wird es einfach schwierig, auch ohne empirische Unsicherheit, weil dann ist eben die Frage, naja, was ist der Standard von Rechtsverwirkung? Und das ist umstritten. Und dann ist nicht klar wahrscheinlich, oder dann wird es eben strittig sein, auch wenn wir die empirischen Fakten kennen, ob man denn nun so helfen kann, dass diese spezifische Person, sagen wir einer 20-jährigen männlichen Person aus der armen Provinz Dagestan, ob dieser Person ein gewisser Schaden zugefügt werden kann, weil vielleicht unklar ist, moralisch unklar, zu welchem Grad diese Person ihre Rechte verwirkt hat, indem sie zum Beispiel sich ins russische Militär hat rekrutieren lassen. Gut, ich hoffe, das war jetzt klar. Und jetzt kommt noch, wie lange habe ich schon gesprochen? Wissen Sie? Ich spreche einfach weiter. Also wie erschwert nun empirische Unsicherheit die Feststellung unserer Hilfspflichten gegenüber der Ukraine? Fangen wir einfach wieder mit dem Grundsätzlichsten an. Eben, wir haben eine Hilfspflicht ohne Unsicherheit, nur wenn das beträchtlichen Nutzen generiert, uns selbst aber nicht allzu viel kostet.
Und natürlich, das ist schon mal ein Problem, das habe ich jetzt aber nicht oft diskutiert gesehen hier in diesem Zusammenhang, aber unter Unsicherheit kann gut gemeinte Hilfe eben keinen enormen Nutzen, sondern vielleicht sogar Schaden verursachen, und zwar genau der Person oder der Gruppe, der wir eigentlich helfen wollten. Also Sanktionen zum Beispiel, die wir gegen Russland richteten, können die Ukraine selbst treffen oder sie können Russland helfen. Und ich glaube, also gerade mit abgefangenen Hilfsleistungen, das könnte hier auch ein Problem sein. Ich habe das jetzt in diesem Konflikt weniger diskutiert gesehen als in anderen Konflikten, wo wirklich dann Hilfsleistungen eigentlich von den Gruppen abgefangen wurden, die man eigentlich schwächen wollte. Also dann ist die Frage, sie tun etwas, sie denken, das könnte nützen, es könnte aber auch schaden. Wie soll man denn nun darüber nachdenken? Weil Pflicht haben wir nur, wenn wir wissen, dass es einen großen Nutzen schafft. Wie soll man denn darüber nachdenken, wenn es nun gar nicht klar ist, dass es großen Nutzen schafft? Und dasselbe für die Kostenseite. Wir müssen eigentlich nur helfen, wenn wir begrenzte Kosten haben. Jetzt aber gerade in Bezug auf den Ukraine-Krieg, das war vielleicht vor ein paar Monaten noch mehr eine Diskussion, ist die Sorge, dass die Hilfsaktion dann viel teurer als erwartet für uns und für andere Unbeteiligte oder jedenfalls nicht schuldige Verantwortliche ausfällt. Also hier ist die Angst vor einer nuklearen Eskalation. Wie soll man darüber nachdenken, wenn man denkt, höchstwahrscheinlich ist die Kostenfrage für uns so, dass wir eine Hilfspflicht haben. Es ist aber auch möglich, dass wir, wenn wir zu helfen versuchen, dann Kosten zu tragen haben, die über unsere Hilfspflichten eigentlich hinausgehen. Wie soll man das abwägen? Und natürlich gilt hier aber auch, dass jetzt bei uns, vielleicht sind das gar nicht faktisch echt Kosten, wenn wir helfen, sondern das ist eigennützig. Die Idee hier ist so, man muss jemandem wie Putin einfach auch zeigen, dass er nicht einfach einen Angriffskrieg lancieren kann. Und wenn wir das Problem in der Ukraine sozusagen lokalisiert festhalten und die Ukrainer dort unterstützen, dann hilft das uns langfristig selbst. Und dann sind die Kosten dann eben wieder sehr gering. Okay, dann und jetzt die Kostenverteilungsfrage. Also unklar ist ja nicht nur, wie hoch die Kosten für uns sind und der Nutzen dann für die Ukraine, sondern eben auch, wem durch unsere Hilfe dann sonst noch Kosten anfallen und welche Kosten wem aufgebürdet werden dürfen. Also wer hat welche Rechte, weshalb verwirkt. Und eben unter Unsicherheit ist das Hauptproblem, dass wir zwar schätzen können, wer denn nun die Kosten trägt, aber wir wissen oft gar nicht, zu welchem Grad diese Personen ihre Rechte verwirkt haben. Ich weiß nicht, wie sehr Sie der Situation gefolgt sind. Ich habe das relativ intensiv gegoogelt und was man über russische Soldaten herausfinden kann, ist, dass sie, die werden ja alle rekrutiert, also niemand muss, also die gehen dann so wirtschaftliche Verträge ein, die eben für arme Menschen besonders attraktiv sind. Also die werden primär aus sehr armen ethnischen Minderheiten von Russland, also Burjaten aus dem Gebiet der Mongolei oder arme Bewohner von Dagestan, die werden dort rekrutiert und sind oft sehr jung. Also da haben wir dann 20 Jahre alte, sehr junge Männer meistens aus wirklich armen Gebieten der Russlands. Und wir können zum Beispiel schwer einschätzen, ich jedenfalls, was die Propaganda ist und wie überzeugend die ist, denen die ausgesetzt waren. Wie soll man nun über so jemanden nachdenken? Hat er seine Rechte auf Leben verwirkt, einfach weil er sich entschlossen hat, sich dem russischen Militär hier anzuschließen? Und es kommt wirklich dann darauf an, wie überzeugend die Propaganda ist, was diese Person hätte wissen können. Und ich glaube, darüber haben wir oft nur ein schlechtes Bild oder eine schlechte Idee. Und was ist mit ökonomischen Sanktionen? Die treffen ja einfach die russische Bevölkerung allgemein, vielleicht insbesondere die Mittelschicht. Da ist auch so die Frage, inwiefern haben solche Menschen ihre Rechte verwirkt? Die tragen aus berechtigter Angst oft einfach diesen Krieg mit oder sie tolerieren ihn. Wie soll man über so jemanden nachdenken, als der sozusagen feige genug, dass er sein Recht auf Leben verwirkt, wenn gewissermaßen in seinem Namen andere getötet werden? Oder reicht das eben nicht aus? Müssen wir irgendwie sagen, naja, wenn die Angst berechtigt ist, sind die irgendwie entschuldigt und daher haben sie ihre Rechte nicht verwirkt. Also es ist eine sehr schwierige Frage, welche Kosten dürfen wir denn nun durch unsere Hilfe, eben gerade Waffenlieferungen, wem aufbürden und weshalb, gerade wenn wir die Position dieser Menschen oft nur schlecht einschätzen können. Und schließlich, das ist glaube ich mein letzter Punkt,
wo massive empirische Ungewissheiten die Entscheidungsfindung erschweren, müssen wir für viele Entscheidungsvariablen mehr oder weniger ins Blaue hinein Annahmen irgendwann einfach treffen. Also wenn eben die Unsicherheit massiv ist, das versuche ich hier zu illustrieren, dann arbeitet man oft mit Szenarien und sagt, wenn die Sachlage so ist, wir sind uns aber nicht sicher, dass sie so ist, dann ist die Verteilung des Nutzens, sagen wir jetzt mal, für die Ukraine so. Wenn die Sachlage aber so ist, und das könnte sie sein, wir sind nicht sicher, dann ist die Verteilung des Nutzens für die Ukraine so, dann wenn die Sachlage so ist, also man hat die verschiedenen Szenarien und dann hat man Wahrscheinlichkeitsverteilung für die verschiedenen Szenarien und dann kann man auch sagen, naja, dieses Szenario scheint etwas unwahrscheinlicher als die anderen, aber Sie sehen schon, was soll man denn hier nun sagen, was ist denn nun der erwartete Nutzen für die Ukraine, vielleicht gerade wenn man auch sagt, zwischen diesen Szenarien können wir nicht sagen, welches genau wie wahrscheinlich ist, die sind einfach beide möglich. Und dann besteht eben die Gefahr, dass wir Entscheidungen dann so treffen, wie wir sie sowieso getroffen hätten, ganz unabhängig der Faktenlage. Unsere eigenen Meinungen kommen hier rein. Und wir können gar nicht, also sozusagen die Fakten, die wir haben, die zwingen uns keine Zahl auf. Also das ist dann unklar, es gibt auch keine einzige Entscheidungsregel, wie man hier so etwas nachdenken soll. Und dann tun wir eben einfach, was wir sowieso getan hätten. Und also hier ist ein ganz abstraktes Beispiel. Wir haben vielleicht eine ökonomische Sanktion, die wir entweder jetzt unterstützen können oder nicht. Was nützt das der Ukraine? Wie viel Schaden verursacht das Putin oder der politischen Elite in Russland? Dann haben wir dieses Szenario. Und wir haben einfach keinen offensichtlichen Grund, uns auf eine bestimmte Schätzung festzulegen. Also diese Schätzung lässt sich verteidigen, sagen wir, aber wir können auch einfach das noch beiziehen, dann können wir diese Schätzung verteidigen. Und vielleicht entscheidet man sich dann für die Sanktion aufgrund von Faktoren, die einfach der eigenen festgesetzten Meinung unabhängig der Faktenlage entsprechen. Das ist für mich eine wichtige Gefahr bei massiver Ungewissheit. Gut, also zum Schluss möchte ich einfach zusammenfassen. So wie ich das verstehe, die Diskussion, wird bei Hilfsleistungsdiskussionen, also was sind unsere Hilfspflichten, fast immer nur in Hinsicht auf den erwarteten Nutzen, jetzt für die Ukraine oder für Europa diskutiert, oder es kommt gleich sehr Grundsätzliches zum Zug, wie eben Pazifisten sagen, also einen Krieg darf man nicht unterstützen, das sind dann grundsätzliche Punkte. Was aber viel weniger diskutiert wird, ist eben, was dann die Kostenverteilung ist, wenn wir so helfen oder wenn wir so helfen, innerhalb Russlands, wo eben man annehmen kann, dass es über die Hilfspflichten der einzelnen Betroffenen hinausgeht. Und nachdem ich diese Folien geschrieben habe, habe ich nochmals gegoogelt und ich muss jetzt sagen, also das stimmt so nicht. Es ist nicht, dass diese Diskussion nicht auch geführt wird. Ich habe von der Bundesregierung, von Deutschland, habe ich ein Dokument gefunden, wo die eben spezifisch diskutieren, wer durch die ökonomischen Sanktionen wie geschwächt wird. Also spezifisch ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es wird auch diskutiert. Aber das ist eben mein Punkt. Das ist auch eine wichtige Diskussion. Wenn man annimmt, dass Kosten, die durch unsere Hilfe entstehen, über Hilfspflichten hinausgeht, dann muss man dann fragen, wer hat weshalb seine Rechte verwirkt. Und zum Schluss jetzt noch etwas provokativ, weil ich glaube, alles andere, was ich gesagt habe, ist nicht so provokativ. Aber wenn man die Kostenverteilungsfrage sehr ernst nimmt, was ich sage, sollte man tun, dann ist jedenfalls von der Kostenseite her klar, dass ein Oligarchenmord eine gerechtfertigte und angemessene Hilfeleistung wäre, weil jetzt in diesem spezifischen Fall wirklich einfach eine Person klar die größte moralische Verantwortung für den Krieg trägt. Und wenn einer sein Recht auf Leben verwirkt hat in Bezug auf, damit können wir der Ukraine helfen, aber wir müssen jemanden umbringen oder dessen Tod in Kauf nehmen, dann scheint das ganz klar Putin zu sein. Und eben all die 20-jährigen Soldaten, die aus Dagestan rekrutiert sind, sind viel unklarere Fälle. Das einzige Problem hier ist dann die Nutzenseite. Also es ist absolut unklar, was passieren würde, wenn dieses Machtvakuum geschaffen würde. Und wir wissen damit eigentlich nicht, wie sehr mit einem Oligarchenmord der Ukraine und vielleicht auch Europa oder der Welt geholfen wäre. Aber rein von der Kostenfrage, also da, der müsste diese Kosten ganz klar tragen. Gut, das wäre es auch schon. Vielen Dank.